Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Roleplay mit der DSA-Truppe. Hallo, Leute. Hallihallo. Hallo. Wir stehen an einem altbekannten Orte, nämlich dem Irrgarten. Und die Helden wollen dort hineingehen, weil sie einen Hinweis gefunden haben. In einem Gemälde. Ja, deshalb wollt ihr da reingehen, weil ihr habt eh keinen Möglichkeit mehr zurückzugehen. Ich würde eher sagen, wir müssen. Wollen tut keiner, glaube ich. Von wollen kann keine Rede sein, eigentlich. Ihr seid freiwillig auf diesem Abenteuer. Warum haben wir uns eigentlich am Ende dafür entschieden, dieses Abenteuer zu machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Wegen Reichtümern. Ja. Wegen dir, um dich vor deinen Dämonen zu nehmen, zu retten? Stimmt eigentlich. Oh ja, stimmt, das war's. Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, oh, ich hab's schon wieder vergessen, ich bin hochschwanger, aber ich ist cool. Ich hab's verdrängt. Wo ihr gerade davon sprecht... Ich bin gar nicht so bekannt, also... Wo ihr gerade davon sprecht, als ihr euch noch am Entscheiden seid, dort reinzugehen, fängt Lelinas Silhouette an zu flackern. Ich merke das aber nicht, oder? Oh doch. Dir geht's nicht gut. Also, dir geht's gar nicht gut. Ich stütze mich auf der Hecke ab und würde mich ein bisschen vorüberbeugen. Ihr seht Lina gerade nicht. Ihr seht ein helles Licht, das für euch den Eingang ziemlich schön erhält. Und dann flackert dieses Licht und ihr seht, es wird ersetzt durch... Wie kann man es am besten beschreiben? Also es ist nicht Schwärze, sondern es ist eine Art dunkles Licht. Es ist eine Art, ihr seht praktisch waberndes Rot und Schwarz, das so ein bisschen ihr Licht verdunkelt und es zum Flackern bringt. Was ist das? Ich fühle mich irgendwie gerade nicht so gut. Können wir dir irgendwie helfen? Weiß nicht. Du fällst auf die Knie, weil es sehr, sehr schmerzhaft ist. Lelina, Aion eilt auch alt zu ihr und versucht sie so ein bisschen zu stützen. Die Frage, kann man sie überhaupt greifen, wenn die so strahlt? Nicht wirklich. Nivis wird auch ein bisschen ungehalten. Fängt an zu knurren und das Fell sträubt sich und sie spannt sich, also ihr ganzer Körper spannt sich. Worauf Gurtag sich auf sie wirft. Und also, oh nein, nicht jetzt. Was nicht jetzt? Und Gurtag versucht sie mit allen Kräften festzuhalten. Möchte irgendjemand noch was tun? Ja, Nivis, sie. Oh, Dämonen! Oh nein! Sag mir bitte nicht! Wolfgang geht zu Gurtag und versucht, Nivis mitzuhalten. Zusammen kriegt er sie ein bisschen, also könnte sie festhalten, ja. Gurtag spricht beruhigend spricht dir zu und sagt so, Mädchen, alles gut, halt noch ein bisschen durch, wir werden was tun, aber wir müssen weiter. Und Nivis beruhigt sich ein klein bisschen, bringt sie wieder ein bisschen unter Kontrolle. Das Flackern hört auch langsam auf, was dabei hilft. Und das Licht schwindet und ihr seht wieder Lelina dort im Gras knien, so ein bisschen auf allen Vieren. Lelina? Es hat was mit deinen Kindern zu tun, das weißt du. Oder das wird dir jetzt klar. Der Schmerz war aber allumfassend, der war jetzt nicht auf den Bereich der Kinder beschränkt, sondern der war allumfassend. Oh nein, sag bloß, die Blut kommt raus. Ich fürchte, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh nein, verdammt, was machen wir? Die Lena können. Wir sollten in den Irrgarten, denke ich. Entschuldige. Zack, könnt ihr weitergehen? Ich denke schon. Sie stützt sich an ihrem Kampfstab ein bisschen ab, während sie sich da aufrichtet und wirkt wahrscheinlich ein bisschen wackelig auf dem Bein. Gurtag bedankt sich bei dir, Rolfan. Rolfan, danke. Ich denke, es geht jetzt wieder. Gut.
Hoffentlich passiert das so schnell nicht nochmal. Du hattest aber das Gefühl. Rolfa, du hattest aber das Gefühl, dass du sie nicht unbedingt hättest gut halten können alleine. Also, sie war noch nicht auf dem Sprung, sagen wir so. Ja. Ich bin froh, dass wir es zu zweit geschafft haben, weil ich glaube nicht, dass ich allein gegen Nibis ankommen würde. Ja, dann kennt ihr mein Problem. wir sollten schnell weitergehen. Vielleicht gibt es da drin eine Lösung. Ja. Oder vielleicht finden wir eine, wenn Zeit wir rauskommen. Ja, dann mal los. Gut, machen wir es wie geplant. Probieren wir es mit Hemwin. Das ist zumindest ein Plan. Als ihr auf den Eingang zugeht... Ich dachte, wir sind schon drin. Nein, ihr seid noch nicht drin. Ihr seid auf dem Weg dazu gewesen, aber dann bist du zusammengebrochen und ihr steht immer noch so halb im Eingang. Aber als ihr durch den Eingang durchschreitet, hört ihr etwas, und zwar alle. Nicht schon wieder. Und es ist etwas verzerrt, aber es klingt ein bisschen, als wäre es ein sehr wütender Bär. Also ihr hört ein lautes Grollen und so einen wütenden Schrei eines Tieres. Kann man die Richtung orten, woher definitiv irgendwo hinter euch. Richtung Haus oder mehr Richtung Wald? Das kannst du nicht bestimmen, es kommt aus allen gleichzeitig. Ich habe herausragendes Gehör, ich muss das okay. Das ist das Vieh, das mich verfolgt hat. Oh, auch Scheiße. Du hörst es aus allen Seiten, ja, aus allen Richtungen gleichzeitig. Deswegen mit den allen Richtungen gleichzeitig. Ja. Oh, fick mich. Off topic, ey, sag mir bitte nicht, dass es jetzt das Vieh ist, was mich verfolgt. Weiß ich nicht. Maybe. Gurtag, der immer noch versucht, Nivis zu beruhigen, sagt dann so, ich glaube, wir sollten schnell machen. Los, rein da. Pfeif auf den Plan. Das klang nicht gut. Das klang nicht normal. Da habt ihr wohl recht. Klingt hier überhaupt noch was normal? Sollen wir euch vielleicht stützen, Lilina? Man merkt, wie sehr sie sich da an ihren Stab klammert. Vielleicht ein bisschen, tut mir leid. Und ihr hört das Geräusch nochmal, aber es klingt sehr viel näher. Ja, sie wird sich an Ion stützen und dann mit reinrennen. Ich wollte es nur sagen. Ihr solltet euch vielleicht beeilen. Gut, ich kann dann aufstellen, dass der Brett rein. Dann gehen wir. Rulfan setzt sich gleich an die Spitze und geht schon mal los. Folgt mir. Okay. Also mit gezogenem Schwert geht Rulfan voran. Komm, Mädchen. Und Kurtak zieht Nivis mit. Mhm. Dass sie nicht mehr auf Lilina startet. Ja. Alle gehen rein? Mhm. Ja. Okay. Ihr geht in den Irrgarten rein. Als ihr reingeht, gibt's einen Windstoß und die Türen fallen zusammen. Also dieses Gittertor, dieses riesige Tor, 4 Meter hoch, fällt knallend zusammen. Und jeder von euch zuckt zusammen. Was wollt ihr machen? Es gibt einen Weg vor euch, der ein bisschen weiter so aussieht, als würde er sich verzweigen, aber ihr könnt sich genau erkennen, es ist sehr dunkel dort. Naja, wir würden Henwen vorausschicken und Henwen dann folgen, oder? Ja, Henwen ist über euch, ungefähr 4 Meter Höhe und ihr seht das Licht. Und Henwen geht bewegt sich in eine bestimmte Richtung, die aber nicht aussieht wie das Zentrum, also sie bewegt sich mehr nach Osten. Dem Gang folgend und dann dort weiter. Ihr geht hinterher. Der Irrgarten wird dunkler. Die Büsche werden nämlich, also die Hecken werden ein bisschen dichter. Würfelt mir mal Orientierung. Oder nein, würfelt mir keine Orientierung, würfelt mir Sinnesschärfe, ob ihr Henwen sehen könnt. Okay, das klingt schon wie Ärger. Mit einer +3. Okay. Also eine Erschwernis. Ja. Du hast es gern mit Erschwernis, oder? Ja. Man muss ja auch ein bisschen herausfordernd sein hier. Okay.
Ja, ich sehe den Wurf auf jeden Fall noch. Ich sehe deinen Wurf, ja. Siehst du meinen Wurf? Nee, deinen nicht. Jojos sehe ich, der sieht nix. Du versuchst, Lelina zu stützen, oder? Ja. Ja, du verlässt dich darauf, dass die anderen dich führen. Mit und Lelina, weil du schaust nicht nach wo es lang geht, sondern du versuchst einfach nur ihr zu helfen. Die anderen sehen Henryn vor sich noch und ihr bewegt euch durch das Labyrinth vorwärts, ein bisschen schnelleren Schrittes. Okay, passt, Rulfan. Rulfan eilt voraus, du achtest aber darauf, dass du die anderen nicht verlierst. Würfelt mir bitte mal eine Initiative, alle. Es ist kein Kampf, aber würfelt mir mal bitte eine Initiative. Warum? Ihr müsst auch nicht auf die Initiative-Leiste wirken. Obwohl, können wir das gebrauchen? Ja, doch, machen wir mal auf die Leiste. Wartet mal, wählt euer Token dann aus und ihr habt einen Turn-Order ab jetzt. Alles wieder vergessen, gerade Token. So. Ihr müsstet alle einen Initiative-Wurf haben. Also einfach das Token auswählen und dann Initiative aus euren Dings würfeln. Gemacht. Mhm. Ich hoffe, man sieht es. Ja, die sind alle in der Liste. Doch, Walla, du auch. Okay, passt. Ja, alle haben gewürfelt? Nein. Ion muss noch. Muss ich noch zurechtfinden. Du müsstest ein Makro dafür haben, das Initiative heißt. Das habe ich jedem zur Verfügung gestellt. Ja, Moment, ich muss. Da ist mein Charakter. So. Oh, sehr schön, alle fast gleich schnell. Interesting. Lina nicht. Oh, that would be bad. Oh, that would be so bad. Okay. ihr geht weiter, ihr rennt weiter durch diesen Irrgarten, schnellen Schrittes, gehetzt von irgendetwas, was ihr nicht kennt oder was ihr nicht wisst, genau, was kurz, ist. Wieso steht bei dir beim Chat 15 und in der Turn Order aber nicht? Weil die 15 für Nivis waren. Ah. Ich habe für beide gewürfelt. Ja, ich sollte mich dann umswitchen vom Charakter her, aber ist okay. Muss nicht als GM würfeln, ich lasse mich mal auf Kurtak für den Moment stehen. So, Ion, deine Initiative ist die von Lelina, weil du kannst nicht schneller sein als sie, wenn du ihr hilfst. Okay. Das heißt, du stehst eigentlich auf 13. Warte mal, ich ändere das mal um auf 13, einfach damit wir das nicht verschwitzen, weil deine ist einfach die von Lelina. So. Okay. Ihr rennt weiter. Ihr kommt weiter in das Labyrinth rein. Ihr seht vor euch drei Verzweigungen, aber Henwen wählt schon eine für euch. Ihr müsst also nicht versuchen, euch zu orientieren, glücklicherweise. Ihr folgt Henwen. Es geht nicht dort, wo ihr das Zentrum vermuten würdet, hin, sondern, wie gesagt, mehr nach Osten. Zumindest von dem, was eure Orientierung da noch zulässt. Die Gänge werden aber ein bisschen enger und dunkler, weil die ein bisschen zusammenwachsen. Und zwar auch nicht unbedingt nur oben, sondern so langsam streifen euch ein paar Äste auch, die halt wahllos in diese Gänge reinwachsen, wo halt Platz ist. Es wird alles ein bisschen dichter und ein bisschen dunkler dadurch. Das Vorankommen wird ein bisschen schwieriger, aber ihr kommt noch voran. Bis ihr zu einer weiteren Kreuzung kommt, würfelt mir bitte nochmal eine Sinnesschärfe. Und zwar diesmal nur Rulfan und Lelina. Ich nicht? Nein, du läufst wohl von hinterher und Ion ist zu sehr beschäftigt mit Lelina und Gurtak ist zu klein, der sieht er nicht mehr. Wieder eine Erschwernis? Plus 4. Sehr schön viel Sinnesschärfe, sehr gut. Also für Rulfan sieht es nicht gut aus. Ich sehe deins nicht, was hast du rausgekommen? Ich schicke das kurz, einen Moment. Du kannst mir ruhig sagen. Passt schon. Wahrscheinlich Doppel 20. Doppel 20? Das wäre nicht gut. Dann würde er sagen, oh my freaking God. So, ich habe ein Bild geschickt. Dann wird er weinen. Okay, also du hast es verkeckt. Ist aber nicht so schlimm, denn als du in die falsche Richtung gehen willst, ruft dir Lelina zu. Was ruft sie? Wartet, Rulfan, wir müssen in die andere Richtung. Seht ihr Henwen nicht? Oh, danke, da habe ich mich wohl ein bisschen irreführen lassen. Weiter, Rolfan!
Und Gurtag schnauft an dir vorbei. Er muss mehrere Schritte machen, wenn du einen machst. Also ist für ihn ein bisschen schwieriger. Gut, dann orientiert sich Rüfer noch mal kurz und eilt dann auch wieder voran. Du rennst Hemwin hinterher. Es geht jetzt... Also du hast das Gefühl, ihr seid am Ende des Gartens angekommen, also am anderen Ende, und macht jetzt so eine Biegung. Auf dieser Biegung ist aber ein Problem, denn da sind zwei dickere Äste, schwere Äste, die in den Gang reinhängen und du kommst nicht richtig durch. Was machst du? Zerstücke, so kleine. Die hängen in den Gang rein. Laufen. Lassen die sich zur Seite biegen oder... Schwer, die sind ziemlich dick. Ziemlich dick. Ihr bleibt stehen, während du noch grübelst, und hinter euch raschelt es in den Hecken. Ich würde auf jeden Fall erstmal Hemwin hinterher rufen. Hemwin, warte. Ja, Hemwin wartet auf euch. Achso, okay. Kann ich versuchen, einfach durchzubrechen. Wenn ich mich mit ganzer Körperkraft dagegen werfe, dass sie jetzt erst danach geben. Würfel immer Körperkraft. Die durchzuhacken, dann haben wir jetzt auch keine Zeit dafür. Kommt drauf an. Durch müsst ihr so oder so. Erschweren ist oder so? Ja, mach mal eine plus 4 auch. Ist noch nicht so schlimm, wie es sein könnte, glücklicherweise. Ja, nicht geschafft. Das ist schlecht. Du versuchst dich durchzuquetschen. Du schaffst es auch, einen Ast runterzudrücken, aber die sind ziemlich dick, komischerweise. Du hast noch keine Hecke gesehen, die so dick ist, aber der gibt nicht richtig nach und du wirst von dem, also du federst von dem Ding ab und durch die Heckenwand durch. Rolfan ist weg. Come on, nein. So schlecht war es dann auch wieder nicht. Wow. Ja. Ihr seht vor euch Rulfan durch die Hecke geschleudert werden. Entsteht da nicht auch ein Loch hinter ihm? Das würdet ihr meinen, ihr könnt ja gerne hingehen. Ja, schauen wir mal. Also Lilina rumpelt hin. Keiner sagt was, Leute? Rulfan ist ihm egal, ich merk schon. Ja. Ey, ist ja nur der Tank. Ey, ihr habt ja auch gesagt, ich war ihr auch egal, also. Nimmst ja, dir gut, du das war keine Nullsituation. Das war auch keine Nullsituation, wie jetzt gerade. Nimm's hin. Ich würde ja versuchen, panisch hinzuhumpeln. Ich bin halt gerade ein bisschen langsam. Gurtag schnauft hinter euch her und kommt auf einmal so, wo ist Rulfan hin? Ach, den vermisst man, alles klar. Ach, still, Weibsbild. Wir müssen es schneller machen. Übrigens, Valla ist direkt hinter Rulfan. Dahinter ist Nivis. Obwohl, doch, Nivis bleibt mehr bei Lilina. For good or for worse. Dann kommen Lilina und Ion und dann kommt Gurtag. Gurtag ist ein bisschen langsam. Was ist los? Warum halten wir hier an? Rulfan ist durch die Hecke geknallt. Dann hinterher! Und Gurtag schnauft an euch vorbei und geht zu dem Loch. Also ist da ein Loch. Zu dem, wo er ein Loch vermutet. Klar, jetzt auf einmal ein Loch vermutet. Ja, was ist denn hier nun? Ja. Bin ich überhaupt noch bei Bewusstsein? Was ist mit mir? Wir kommen gleich zu dir. Da ist kein Loch. Da ist kein Loch! So, welches Loch? Jetzt labert jetzt so ein Quatsch, wir müssen weiter. Wie, da ist kein Loch. Wo ist Rulfan? Aber Rulfan ist da eben durchgefallen. Ihr könnt ja gerne hinkommen, hier ist nichts. Hier ist Hecke. Ich würde mal die Hecke erklären, anfassen. Wo Rulfan ist? Ich hab das doch gerade gesehen. Ich taste mal so ein bisschen die Hecke ab. Die Hecke ist... Ich meine, du kannst ein bisschen durchschauen. Es ist sehr, sehr dunkel. Du siehst auf der anderen Seite nichts, aber... Da ist kein Loch in dem Sinne, als wäre da jetzt jemand durchgebrochen. Es ist die ganz normale Hecke. Ein bisschen verwildert. Ey, wo ist der hin? Ion ruft ein bisschen lauter nach Rulfan. Keine Antwort. Come on, was ist mit mir? Wo bin ich denn? Hemwin, kannst du mal auf die andere Seite fliegen und schauen, ob Rulfan da ist? Hemwin blinkt einfach nur.
kann Rolfer nicht finden. Der ist weg. Unglaublich. Oh, der ist halt weg. Ob wir ihm das nachmachen müssen? Vielleicht hat er eine Abkürzung gefunden. Vielleicht müssen wir uns auch durch die Hecke schleudern lassen. Hat ihr könnt es versuchen. Gesehen? Ihr könnt gern Körperkraft auf die Stämme anwenden. Plus 4. Jeder. Können wir nicht Teamwork irgendwie machen? Das könnt ihr auch gerne. Ist trotzdem eine plus 4. Können wir jeder mal ein plus 4 geben. Und die Hauptperson kriegt einen Bonus. Oh, ja. Ich versage auf jeden Fall. Also plus 4 muss ich machen, oder? Ja, mach mal jeder eine plus 4. Wer ist der Hauptdrücker? Wer es überhaupt probieren will, ist die Frage, ne? Wahrscheinlich Gurtag eher, oder? Ja. Nee, ich hab grad gewürfelt. Ich würde auch sagen Gurtag. Ja gut, dann ist jetzt Waller die Hauptdrücken. Ich hab grad gewürfelt. Okay. Seht ihr das nicht? Ihr wollt Gurtag ins All schießen, ich seh's schon. Oh Gott. Oder wo er halt rauskommt. Oh, genau. Oder Lilina ist die Hauptdrückende. Nee, Gurtag habt ihr gesagt. Also es ist Gurtag, oh Gott. Ja, dann los! Lasst uns hier mal und dann versuchen wir da durchzukommen. Ich sehe nicht, dass das funktioniert, aber okay. Er würfelt Körperkraft. Er hat auch nicht so viel Körperkraft, by the way. Ich hab nicht mal plus 4 und ich hab... Also ich glaube, ich kann mein Schuss über meinen Schuss. Oh, damn! Guten Tag! Die dritte 20. Oh Gott! ja. Warte, Gary. Gute Frage mal. War das jetzt mit Absicht? Wie kann ich denn mit Absicht eine 20 würfeln, verdammt? Oh, shit. Ich würde sagen, hier, Fortuna, gib mir eine 20. Also Gurtag rutscht aus, fällt auf diesen großen, fast schon Baumstamm, der aber doch sehr biegsam ist, komischerweise. Ihr drückt diesen Stamm runter und Gurtag fliegt weg. Und Gurtag wird über die Hecke geschleudert. Oh, wie? Was treibt ihr da? Warte, jetzt komm. Jetzt müsst ihr mir. Lasst mir mal kurz mal. Rulfan, komischerweise hörst du den Schrei. Oh, komm on! Ja, du darfst, bitte go! Also, ich hab schon fliegende Hunde, ich hab fliegende Katzen, alles gesehen, aber ein fliegender Zwerg, das war was Neues. Währenddessen. Das hat natürlich Nivis gesehen, die hat nicht mitgeholfen, weil sie hat keine Hände. Aber sie jault auf und springt durch die Hecke durch. Und da ist er. Ich hab doch die Hecke abgetastet und. Ja! Nivis ist kräftig. Ich hab auch abgetastet und das ignoriert er. Ja, ihr könnt die Hecke so viel abtasten, wie ihr wollt, ihr findet keine Öffnung. Das heißt, Nivis hüpft hindurch und es ist die Hecke einfach wieder so wie bisher. Also, ich erkenne nicht, dass da jemals irgendjemand durchgehüpft sein könnte. Übrigens, der Gang schließt sich gerade hinter euch und ihr hört das Brüllen wieder. Ich versuche mich auch durch die Hecke zu drücken. Also Leute, ab durch die Hecke oder was ist euch lieber? Also ich gehe durch die Hecke. Ich auch. Na dann. Und ich versuche mit meinem Kampfstab so ein bisschen eine Hebelwirkung zu erzielen, dass ich ein bisschen mehr... Hebelwirkung, keine Chance. Gebt mir mal bitte... Gebt mir eine Körperkraft plus 8, wenn ihr so versucht, da durchzukommen. Ich brauch gar nicht würfeln eigentlich. Oh, come on. Vor euch, die Äste sind übrigens noch da. Ihr könntet vielleicht versuchen, euch durchzuzwängen oder so, maybe. Das versuche ich doch. Ja, also ich werde jetzt mal die Körperkraft jetzt eben machen. Du versuchst dich durch die Hecke zu zwängen, nicht durch die Äste vor euch. Hä? Ich dachte, sie sind alle durch die Hecke geflogen. Ja, durch die Hecke an der Seite. Ihr habt zwei Hecken zu jeder Seite. Also eine Hecke zu jeder Seite von euch. Links und rechts eine, weil das ist ein Gang. Vor euch sind aber nur zwei große, dicke, schwere Äste, durch die ihr so einfach nicht durchgekommen seid. Mhm. Die hängen rein. Das sind große, schwere Äste, die euch den Weg versperren. Mit aber ganz viel Blattwerk und Zeug können, da dran. Warum versuchen wir dann... Ich weiß nicht, warum ihr das nicht versucht. Rulfan wollte das Ding runterdrücken und zerbrechen. Dann kann ich ja nichts dafür. Du meinst... Ach, egal. Ich hab Er hat nicht versucht, sich da durchzuzwängen. Okay. Nein, wieder.
Was? Ich habe nichts mitbekommen. Ich wollte jetzt die ganze Zeit fragen. Körperkraftprobe, aber irgendwie werde ich wieder ignoriert. Ja. Wer sich durch die Heckenwand, ja. Wer sich durch die Äste vor euch versuchen will zu drängen und die versuchen will hin und her zu schubsen, der kann auch eine Geschicklichkeitsprobe ablegen oder eine Akrobatik, je nachdem, was er gerne lieber möchte. Geschicklichkeitsprobe, wo ist die denn bitte? Gewandtheit. Gewandtheit. Die Wände schließen sich immer noch hinter euch, by the way. Okay, ich mach das mit der Gewandtheitsprobe. Was muss ich noch dazu tun? Eine plus 3. Okay, shit happens, ich verkacke ja eh. Die Äste federn so ein bisschen, das macht's ein bisschen schwieriger. Läuft. Du kommst durch, Waller ist durchgeschlüpft. Lelina hat Probleme, aber vielleicht kann der Ion dabei helfen, der ist ja eh bei dir. Ja, schubst die Schwangere mal eben. Ion schubst. Mit einer 7 EP übrig, ja. Du hilfst Lelina durchzukommen, du zerrst sie da praktisch durch, sie kriegt ein paar Schrammen, aber nichts Ernstes. Durch die kleineren Äste, die ja von diesen großen Ästen weghängen. Es ist eine Hecke, also sind schon ein bisschen rabiat. Aber ihr seid alle durch. Ihr drei steht auf der anderen Seite und das Brüllen ist weg. Und wenn ihr durch die Äste schaut, die Wände sind wieder auseinander. Klar, die schaffen wir alle durch. Nur ich werde weggefedert, ne? Du wolltest die Äste zerbrechen. Das sind schwere, dicke Äste, die komischerweise sehr federnd sind. Weiß nicht warum, aber es ist halt so. Übrigens, Rulfan, wir sind jetzt bei dir. Du hast einen Zwergeschrei gehört und es klang so, als wäre er über dir. Wo bin ich überhaupt? Sag doch erstmal. Du stehst in einem Gang. Sehe ich überhaupt was? Habe ich irgendwie noch Licht oder stehe ich total im Dunkeln? Du siehst, also Henwen gibt dir ein kleines bisschen Licht oben. Also du siehst Henwen. Henwen weiß jetzt nicht, was er machen soll, weil auf einmal sind die Leute nicht mehr alle da. Der Gang sieht aus, als würde er parallel zu dem anderen verlaufen. Du könntest ihn weiter rennen in die Richtung oder in eine andere Richtung rennen. Du siehst hinter dir Abzweigung, du siehst vor dir eine Biegung. Mhm. Ich rufe erstmal, ob die anderen mich hören. Keine Antwort. Okay. Du kannst gerne noch den Ruf. Du kannst gerne noch den Ruf spielen. Sorry, ich wollte dich davon nicht abhalten. Ja, man kann sich nur überlegen, was ich eigentlich rufe. Hey, oh, verdammt erstmal, ganz laut. erstmal reg ich mich auf, was da wieder angestellt, deswegen, verdammt, das darf doch nicht wahr sein. Und dann, oh, Leute, ich, oh, geht schon mal weiter, wir treffen uns weiter vorn. Und dann folge ich dem Gang weiter, weil ich halt auch denke, dass er parallel verläuft. Mhm. So viel, wir trennen uns nicht mehr. Ja, was habe ich denn für eine Wahl, ne? Da hätte sie auch einfach durchzwängen können, aber das ist super lustig gerade, ich find's klasse. Okay. Ja. Durchzwängen! Ich denk mal, da die anderen kein Loch gesehen haben, wo ich durchgefallen bin, wäre ich auch nicht zwingen, oder? Nee, da wo nicht. Also du bist ja durch die Außenwände durch. Also durch die rechts und links von dir. Vor euch war ja, den Gang entlang waren ja diese Äste, die reinhingen. Und euch den Weg versperrt haben. Ich denk mal, ich werde aber auch vor mir sehen, dass die Hecke wieder normal ist. Also, dass ich kein Loch in der Latte habe. Sie ist immer noch sie ist immer noch verwildert und so, aber das ist kein Loch. Mhm. Du weißt davon nichts, aber du hast auch keine Nivis gesehen. Also, nur so. Für die Zuschauer. Mhm. Du wüsstest nicht warum, aber du hast sie nicht gesehen. Den Schrei von Gutak habe ich gehört, aber. Ja, kurz. In irgendwo wohin fliegen sehen habe ich auch nicht, oder? Es klang nach Gutak, der schreit, und der war über dir. Du weißt aber nicht warum. Über dir. Verdammt nochmal! Mit meinen letzten Worten verfluche ich Soidberg! Kurze Frage, was würde er für einen Fluch jetzt, beziehungsweise was würde er jetzt sagen am liebsten? Wer? Good Arg. Mhm. Also, verdammte Waller, ich weiß es nicht, warum? Ja, ich war jetzt hier so. Irgendwie, wie verflucht seist du irgendein Gott oder so. Weiß. Hm.
Zur Hölle mit Fex? Keine Ahnung. Mhm. Ich kenne so viele von denen nicht. Okay. Ja. Auf jeden Fall, Wolfram sieht erstmal, hat auch keinen Sinn, jetzt versuchen sich wieder zurück durch die Hecke zu zwängen, weil sie eben wieder so unversehrt aussieht. Mhm. Und nach Gurtag zu suchen hat auch keinen Sinn, weil dann am Ende findet er gar keinen mehr wieder. Dann lieber den Gang folgen, der wahrscheinlich parallel verläuft, dass man sich da vielleicht wieder irgendwie mit den anderen die Hecke treffen kann. Die Hecke gibt auch nach, aber sie wirft dich wieder zurück. Mhm. Also du kommst ganz nicht toll, durch. Ganz toll. Habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, erwartet. Gut, dann folge ich erstmal. Dann kommt jetzt der Ruf von wegen, geht schon mal weiter, wir treffen uns weiter vorn. Mhm. Dann folge ich dem Gang weiter. Zu den anderen. Richtung, wo wir, ja. In Richtung, wo die anderen auch, wo wir unterwegs waren. Zu den anderen kommend, Valla, Lilina und Aion. Vor euch verläuft der Gang und ihr folgt ihm, habt ihr gesagt, ne? Ihr verliert Tosmi. Ja, leider war es nicht so freiwillig wie bei Gimli. Ne? Ist ein bisschen blöd. Ich glaube, Gurtag hätte es nicht gemacht, aber ist okay. Freiwillig. Ihr folgt dem Gang, aber ihr verliert Henwen dabei aus den Augen, weil Henwen ziemlich verwirrt gerade über euch herumfliegt und nicht weiß, wem sie den Weg weisen soll. Ja, super. Aber warum bleibt Henwen nicht bei mir? Ja, sie taucht hin und wieder, also du siehst das Licht zwischen den, am Himmel, aber es ist wirr, es folgt nicht euch, sondern es fliegt anscheinend zwischen mehreren Punkten hin und her, so sieht's aus. Sie sollte euch führen und nicht nur dich. Ja, ja. Das hatte sie schon mitbekommen. Das bedeutet wohl, dass Henwen weiß, wo Rulfan und Gurtag sind. Eventuell sollten wir immer warten, bis wir das Licht sehen von Henwen, ihm kurz folgen und dann sie wieder die anderen führen lassen, auch wenn es ein bisschen kompliziert gerade für sie ist. Sagt sie übrigens zu Aion und Valla. Tja, ich hoffe, wir kommen dahin, wo uns Henwen leitet. Wir sind eh schon komplett wieder... Ach, wo sind wir eigentlich? Also langsam... Bleibt ihr also stehen? Wenn wir das Licht von Henwen nicht haben, dann ja. Ihr könnt auch so weitergehen und versuchen euch zu orientieren. Also Henwen sehen wir überhaupt nicht mehr, oder? Sporadisch seht ihr ein Licht am Himmel. Es ist auch langsam Nacht geworden, also es war schon am Dämmern, als es, beziehungsweise das habt ihr nicht wirklich gesehen, aber ihr werdet es wissen von der Tageszeit her. Es war ein bisschen am Dämmern schon, aber es war halt alles bewölkt und regnerisch und gewittrig. Und langsam wird es wirklich dunkel, also wirklich dunkel, was im Irrgarten schwierig ist, weil da ist es schon ziemlich dunkel, aber es wird noch dunkel. Okay, Henwen, versuch in der Mitte von uns allen zu bleiben, wo wir dich alle sehen können. Du hast das Gefühl, am Himmel was stärker leuchten zu sehen, kurz. Vielleicht hat sie dich verstanden. Vielleicht ist sie auch nur ultra verwirrt. Kannst es nicht genau ausmachen. Du siehst sie. Und du machst das toll. aber du siehst sie seitdem nicht mehr, nachdem du das gesagt hast. Ja, es wird auch immer dichter oben, also das bildet immer mehr so ein Dach, vielleicht, also es sieht auch so aus, als wäre eine der Hecken auch mal abgeknickt und würde auf der anderen liegen. Ganz könnt ihr das nicht ausmachen, es ist schon sehr, sehr dunkel, aber ihr merkt immer mehr, wie Äste euch durchs Gesicht streifen. Ist nicht unbedingt angenehm mit dem Harz, dieser verwilderten Hecke. Was schaut euch jetzt in den Harz? Will ich Henwin noch? Du siehst was am Himmel? Es könnten Sterne sein. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil die auch bei dir das Dach nicht lichter wird, sondern eher dichter. Also, es könnte Henwen sein. Schwierig zu erkennen. Du gehst aber weiter. Wenn ich eine Orientierung habe, halte ich mich an die Richtung. Du gehst weiter. Mhm. Dann würfel mir mal Orientierung, denn du kommst gerade an eine Abzweigung. Oh je, sind, kannst du es recht sagen. Es sind zwei Wege, also plus zwei. Machen wir es ganz simpel.
oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Du bist halt, um zu verstehen, wie dein Charakter, wo dein Charakter jetzt gerade ist und warum er vielleicht Orientierungsprobleme hat, du bist den Gang entlang und eine Biegung entlang, aber die Biegung wirkte auf dich nicht so, als wäre sie in die gleiche Richtung gehend wie der andere Gang. Wo war nochmal Orientieren? Für Handwerk, Fähigkeiten, Wildnisfähigkeiten, also irgendwie sowas. Ich hab's. Okay. Plus 2. Ja. Wie viel Orientierung hast du, Talent? Talent Natur war es. 1, also ich hab's verkackt. Oh, okay. Sehr gut. Du überlegst kurz und nimmst dann einen der beiden Wege, der für dich richtig erscheint. Du weißt aber nicht, ob der richtig ist oder so, aber du folgst weiter dem Gang im schnellen Marsch, weil ihr werdet immer noch vermutlich verfolgt. Du machst weiter deinen Marsch, ja, super. Die anderen drei bleiben immer noch stehen. Nein, wir werden dann weitergegangen, sobald wir das Licht wieder sehen. Ihr seht das Licht aber eine Weile nicht. Yay. Nicht. Also wir bleiben so lange da stehen, oder? Ich meine, wenn ihr stehen bleibt. Wir haben jetzt momentan einen Weg, der vor uns liegt, oder gibt es da schon Abzweigungen? Es ist momentan ein Weg, wenn ihr stehen bleibt. Hinter euch ist zu, also zu in Anführungszeichen, das sind halt wieder die zwei großen Äste, die euch sowohl den Blick versperren als auch ein bisschen den Weg. Ich meine, ihr könntet euch nochmal versuchen durchzuzwängen, wenn ihr wollt, und zurückgehen, aber da war es unangenehm für euch. Zumindest habt ihr gesehen, dass die Hecken aufeinander zukommen. Und ihr versteht nicht, warum. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Also, wir haben eh kaum noch Optionen, wenn das weitergeht. Kann ich vielleicht versuchen hinzuhören, ob ich Henven halt höre? Weil ich schätze mal, Henven mit irgendeinem Surren oder irgendwas von sich geben. Und das kenne ich ja mittlerweile, das Geräusch. Hörst du nicht? Yay. Ich habe herausragendes Gehör. Ja, aber das ist sehr leise und es geht Wind. Es ist gewittriges Gewetter. Gewetter. Ja, es ist gewittriges Gewetter. gewittriges Wetter ist es. Das heißt, es geht Wind und die Hecken rascheln. Die rascheln lauter, als Henven summt. Und selbst das Summen ist nur sehr schwach zu hören. Also selbst wenn du neben mir bist, sehr schwach. Es ist kein Apparat, es ist ja ein magischer Gegenstand. Ja, so nett. Das ist mehr ein ganz leises, dumpfes Brummen. Du weißt noch nicht mal, woher es kommt. Es ist ein magischer Gegenstand, sollte so ein Geräusch nicht machen, aber. So wie ein Lästchen. Vielleicht ist irgendwas bei ihr nicht mehr ganz fest und es vibriert irgendwas. Wer weiß. Auf jeden Fall. Ja, die ist auch ein bisschen betagter. Ja, vielleicht, wer weiß. auf jeden Fall, du hörst es nicht. Keine Chance. Es geht zu viel gerade vor. Du hörst was anderes, wenn du mir eine Hörprobe mal machst, vielleicht. Ja, oh damn, jetzt würfelt sich hier die Einsen. Das ist ja Hardcore. Ja, du hast ja auch eine minus 5 gemacht. Ja, weil das ist mein Gehör, meine Erleichterung. So, okay. Ja gut, du hattest auch im Grunde eine kleine Schwernis, aber dann passt das gerade also immer noch. Wegen den Hecken, weißt du? Aber du hörst was? Tierstapfen. Oh, yeah. Und zwar nicht von Nivis, also es ist nicht so ein relativ... ist schon ein schwereres Tier. Eventuell sollten wir uns wirklich beeilen und weitergehen. Ich höre Tierstapfen und das ist nicht Nivis, eindeutig nicht. Dann würde ich mal sagen, auf und zu und los. Ja, das klingt wohl... Ihr bewegt euch also langsam oder schnell weiter? Ich würde mal sagen, lieber schnell. So schnell es geht, dann wäre es eure Initiative, die ihr eben gewürfelt habt, sage ich jetzt einfach. Rolfa bewegt sich auch noch mit seiner Initiative. Eventuell in die richtige Richtung, eventuell in die falsche Richtung, wer weiß. Oder in die falsche Richtung? Weißt du ja nicht. Eigentlich hätte ich das würfeln müssen für die Orientierung. Und zwar nur zu mir, damit du nicht weißt, was los ist. Okay.
Warum muss ich gerade an den Tempelbesuch in Tavern denken? Ja. Na, eher an die Rettung von Ion. Wo wir auch so gute Orientierung hatten. Dann passiert noch was, wovon ihr nichts wisst. Und da auch noch, okay. Und dann ist Rulfan nochmal dabei. Du bist den Gang jetzt eine Weile entlang gelaufen. Der hatte auch ein, zwei Abzweigungen, aber du bist felsenfest davon überzeugt, dass dieser Gang weiter richtig führt. Und dass du nicht abbiegen musst. Und plötzlich stehst du vor drei Abzweigungen. Ja, und der Gang geht nicht mehr weiter. Muss ja auch ein bisschen spannend werden hier, ne? Ja. Ist nicht mehr spannend, das ist schon eine Schikane schon fast. Ach Quatsch. Habe ich noch irgendwie meinen Lichtschimmer am Himmel markieren kann? Gib mir mal eine Sinnesschärfe plus 5. Warum auch nicht? Hey, bei eurer Sinnesschärfe sollte das kein Problem sein. Bei den Würfeln gerade mit dem Zahn. Aber es scheint so, als wäre es, je weiter ihr reinkommt, immer dichter. Und die Wände kommen auch näher. Das hab ich gesagt. Oh mein Gott, du siehst gar nichts. Es ist verdammt dunkel und ja. Alles raschelt, der Wind wird stärker und die Wände kommen immer mehr auf dich zu. Es wird alles schmaler. Und du hast so einen leichten Anflug von Panik. Du kannst dich aber auch noch kontrollieren. Würfel bitte Orientierung, plus 3. Gut, dass ich keine Platzangst habe. Oh, du hast Platzangst? Nein, noch nicht. Nee, gut, dass ich keine habe. Gut, dass ich keine habe. Ja, warten wir mal ab, was hier nach ist. Also, was? Orientierung plus 3. Ja, bitte. Ja. Ich werde einen Weg, ich glaube, richtig zu sein. 2-2-10, dass du das nicht geschafft hast, wundert mich jetzt aber. Weil du per se, du hast in allem eine 10? Hast du sogar noch einen Talentwert? Ja, aber nur eine 1 und plus 3 aber drauf. Ja, aber ich meine, der hat 8 Punkte frei, 8 Punkte frei, 0 Punkte frei. Selbst bei minus 9 ist das für mich immer noch geschafft, aber okay. Interesting. Er kann ja trotzdem nur mit einer 1 ausgleichen. Ja, aber ich meine, er hat ja. Er hat eine 30, die er erreichen müsste, und hat eine 14 gewürfelt, also für mich. Okay. Vertrauen wir dem Ganzen mal. Vielleicht denke ich mir das auch falsch. Ja, du hast es nicht geschafft. Du wählst einen der drei Gänge, von dem du glaubst, dass er dich in die richtige Richtung führt. Ob das auch so ist, das werden wir gleich sehen. Nicht. Du merkst, dass die Wände wieder ein bisschen auseinandergehen und das Dach sich ein bisschen lichtet. Aber sonst merkst du nichts. Außer, dass es halt, dass der Wind trotzdem ziemlich stark geht und hier ist ein bisschen mulmig. Die Wände werden breiter. Ey, pass auf, ich komme gleich wieder beim Eingang raus. Das wäre so gut, ne? Oh Gott. Und dann findest du die Hintertür, die Strober noch vergessen hat. Hier rein zum letzten Dungeon, so, ne? Ja. Die anderen drei sind wieder dran, bitte. Ja, wir gehen ja immer noch weiter, also. Wer geht voraus? Wer ich. Führt? Ich. Walla, gut. Walla, Sinnesschärfe. Fick plus dich. 5. Ja, hey, nur weil ich dich gesagt hab, Gott! Nee, dafür stolperst du über eine Wurzel und landest mit dem Gesicht im Dreck. Ja, ich werde ja auch kein Mensch. Walla, dafür ist keine Zeit. Als ob das Absicht wäre. Stopp. Sagt mir bitte, ihr seht diesen Ruf nicht. Ich sehe ihn. Nein. Können 20, wir okay. Walla führt euch in ein Lava-Pit. Ich bestätige noch. Wieso komme ich so oft wieder 20er? Also, doch nicht. Ist es wirklich eine 20? Schön, hier ist die Bestätigung. Okay, Moment. Geh heute noch kaputt, ey. Ich kriege schon wieder so teils Krise. Na, kaum jetzt mal wieder ernst, ne? Schon sind die Würfel alle im Eimer. Na, Tatsache. Würfel mir den bitte nochmal, um es zu bestätigen. Weil da das ist ein Talentproblem, muss ich bestätigen.
Oder wenn du wie? Nicht, ja, nochmal genau den gleichen Wurf. Wenn du ihn nicht schaffst, dann hast du eine 20 gewürfelt und dann wirst du die anderen sehr gut führen. Dann kommt ihr vielleicht doch mit Rolfan wieder zusammen am Eingang. Aber das zählt doch nur, wenn zwei 20er sind, oder nicht? Bei Talenten. Ach stimmt, eine ist egal. Nur eine. Ich habe jetzt den selben Wurf. Okay, nee, passt. Du entscheidest dich. Ja, nee, beziehungsweise du. Nein, das ist eh nur Sinneschärfe. Du guckst nach Henwen, aber kannst du nicht finden. Und ihr rennt weiter und kommt vor eine Abzweigung. Zwei Wege. Welchen nehmt ihr? Bitte Orientierung plus zwei, Walla, weil die anderen humpelt dir nur möglichst schnell hinterher, weil du schneller bist. Nein, ich hätte doch nicht führen sollen. Fuck. Willkommen im Club. Wähle weise. wo haben wir die Orientierung? Wo ist nochmal Orientierung? Fuck you. Willst du jetzt links in den giftigen Sumpf oder rechts in die Lava-Welt? Aber jemand sagt mir die Scheiße, was du hier isst! Ah, hab sie! Was Orientierung ist zwei? Talente Natur, plus 2. Wir hatten heute schon übrigens 5 20er. Ja, aber keine, die effektiv waren. Also außer die eine da, weil... Ich sehe den Wurf, knapp misslungen. Nein, den siehst du nicht! Doch, ich sehe ihn, ganz knapp misslungen und du wählst einen der beiden Wege, weißt aber nicht, ob es der richtige ist. Bisschen der richtige. Du weißt nicht, wo es lang geht, aber du hoffst, dass er der richtige ist. Ich will nur verloren, ey. Die Wände gehen wieder ein bisschen weiter auseinander. Sag ja, willkommen im Club. Aber es ist immer noch ziemlich eng. Du hast immer noch die ganze Zeit hier Äste im Gesicht, beziehungsweise ne, mit Zeug dran halt. Äste in der Fresse erhöhen das Denkvermögen. Hoffentlich. Ja, Helena atmet auch erleichtert aus, weil sie hat Traumangst. Oh. Ja, das ist nicht so schlimm. Ist jetzt ein fucking Scherz, oder? Nächstes Rulfan. Rulfan, du kommst vor eine Abzweigung. Interessanterweise ist es eine etwas größere Lichtung, vor der du stehst, mit 5 Wegen. Übertreib halt, ne? Ich habe immer noch das Bild von eben im Kopf, also... Auf dieser Lichtung ist übrigens ein wunderschöner Baum. Großer Baum. Hat man von draußen nicht gesehen, komischerweise, aber er ist relativ groß und steht auch eine Bank dran, wenn man sie entspannen kann. Die ist gerade nicht danach zumute, aber bitte würfel mir mal eine Orientierung plus 5. Obwohl, du kannst jetzt nochmal eine Sinnesschärfe würfeln. Ich wollte mir den Baum kurz ansehen, ob da vielleicht irgendwie eine Auffälligkeit ist. Wenn es da schon eine Bank ist, vielleicht gibt es auch irgendwie eine Gravur. Dann würfeln wir mal eine Flat-Sinnesschärfe und dann noch eine Sinnesschärfe plus 3. Also, was jetzt? Flat oder plus 3? Jetzt erstmal Flat. Flat für den Baum und danach nochmal plus 3 für Henwen. Okay, erstmal Flat habe ich geschafft. Auf die Schnelle fällt dir an dem Baum nichts Besonderes auf. Du hast halt eine Bank dran. Du hast Lust, dich hinzusetzen, weil du bist ein bisschen geschafft von dem Ganzen hier, aber trotzdem hast du nicht wirklich Lust, dich hinzusetzen, weil es ist ziemlich schaurig gerade in der Umgebung. Du siehst Henwen auch nicht. Eigentlich das Bedürfnis habe ich auch nicht, weil ich will eigentlich unbedingt die anderen wiederfinden. Okay. Umso besser. Zählt Raumangst auch für draußen in diesem Irrgarten? Ja, das kommt drauf an, Ion. Das kommt drauf an. Hast du... Ach ja, stimmt, du hast auch Raumangst. Raumangst. Lähmungsgefühle durch enge Räume, niedrige Decken, schmale Tunnel. Bei mir? Ja, vielleicht hast du ja Glück und beim nächsten Umfallen wirst du von der Hecke geschluckt oder so und dann bist du auch woanders, wer weiß. Ja, genau, und dann vergehen die beiden anderen in ihre Paar. Weil er hat jetzt schon keinen Bock mehr bei uns zu sein. Ja. Dann werden die anderen beiden gefressen. Jetzt sind wir wieder bei den, beziehungsweise Rolfan, du siehst Henwen nicht, du musst nochmal eine Orientierung machen. Es sind 5 Wege da. Ja, warum denn nicht? Ab ins Ungewisse, ne? Mhm. Eingang, ich komme. Ah, das ist ja schön. Gibt's den Wurf? Nee. Sorry. Ich bin nicht geschafft. Wieder, Leute.
Nicht geschafft, okay. Sehr schwer nicht geschafft? Sind wir 10 oder? Moment, Bild kommt gleich. So. Oh ja, 13, okay. Ja, du nimmst den anderen Gang. Es wird aber wieder enger. Die Wände. Ist das ein gutes Zeichen? I don't know. Maybe. Ja, Rolf beeilt sich einfach mal so gut er kann. Du bist auch ein bisschen genervt von dem Ganzen. Ja. Zu Recht, oder? Und bevor du dich umgedreht hast, oder beziehungsweise umgedreht, bevor du, also nachdem du den Baum und dann nach Hemmeln gesucht hast und kurz nachdem du in einen Gang gerannt bist, relativ wahllos, weil du die Orientierung relativ, also schon ziemlich verloren hast, hörst du auch ein Grollen hinter dir. Hinter mir? Nah hinter mir oder entfernter? Schwierig zu sagen. Du hast die Orientierung sowieso verloren, für dich ist alles nah. Also. Es könnte sehr, sehr nah sein, es könnte auch ein bisschen weiter weg sein. Du weißt es nicht. Dann erhöhe ich mein Tempo noch ein bisschen. Ja, weil die anderen sind wieder dran. Welche anderen? Du. Weil noch du führst die anderen beiden. Ja. Du führst die anderen beiden noch, also führe. Gut, dann. Sinnesschärfe und danach, also Sinnesschärfe. Können wir ihn dabei nicht irgendwie unterstützen? Du bist immer noch ein bisschen fertig, hast noch Schmerzen und Ion versucht, dich mitzuschleppen. Kurze Frage, wie viel kriege ich auf Sinnesschärfe? Ion versucht praktisch nur mit dir mitzurennen. Eine plus 3. Also nicht wirklich gerade. Aber ich würde mich halt immer wieder nach Henwen umblicken, auch besorgt. Ah, seht ihr den Wurf? Yeah. Ja. Und du hast es geschafft, sehr schön. Du wählst einen Weg, weißt nicht, ob das der richtige ist. Die Wände kommen jetzt ein ganzes Stück näher, als sie um eine Biegung rennt, und das Dach ist jetzt zu. Also, ihr habt ein wirkliches Dach über euch, ein Heckendach. Und diese scheinen dort wirklich verwachsen zu sein. Du kannst nichts mehr sehen da oben. Ich hab grad nichts zu machen hier. Die Wände sind sehr nah beieinander. Ihr müsst noch nicht quer gehen. Noch nicht. Walla, habt ihr nicht die Möglichkeit, Licht zu machen? Irgendwie? Warte, genau. Ich probier mal was. Ein Flimflam. Flimflam. Sehr schön. Flimflam-Funke. Ja, ich glaube, es heißt eigentlich nur Flimflam oder Funke. Nö, kein Erschwernis. Warum? Das ist ein ganz normaler Zauber. Dann du weißt ja, was du zauberst. Deine Gesten und sowas, dafür brauchst du kein Licht. Yes. Brauchst nur die Hände frei. Was muss ich noch mal für machen? Scheiße. Wieso? Du musst ja noch nur würfeln. Bei Magie müsstest du denn eigentlich irgendwo haben. Ich hab die gewürfelt. Ich sehe es nicht. Fick mich im Arsch! Also bitte, ja? Deine Schweinereien kannst du bei deinen Kunden machen, nicht bei uns. Das muss Zeit. Da muss warten, bis Schweine, ne? Ja, eben. Naja. Rulfan hat sicher Spaß dann da dran, aber das kannst du dann mit dem ausmachen. Bleibt seiner Rolle treu. Der hat auch keine anderen Sorgen. Mich nervt ja dieses immer wieder, dass es nicht erscheint. Das ist schon langsam lästig. Ja, es ist auch wirklich blöd, aber was soll man machen? Drei ist das bei dir. Ja. Okay, cool. Wie ich habe angewendet, also. Ja, hätte es vielleicht mal geskillt. Es kommt ein Licht. Das Licht ist ungefähr so wie eine Kerze. Das reicht vollkommen, vielen Dank. Also die anderen verlieren dich zumindest jetzt nicht so schnell aus den Augen. Ja, ich fall auch nicht nochmal auf die Fresse. Ich denke mal, du würdest das über dir positionieren oder sowas direkt, damit sie dich sehen können, weil wirklich leuchten kannst du damit niemandem was. Ja, so hatte ich es eigentlich auch vorgehabt. Aber es ist halt so ein kleines Kerzenlichtchen da gerade. Okay, Hauptsache Licht, ey. Ganz ehrlich, momentan ist denk die dran, also, Scheiße. Denk dran, die AE-Kosten zu bezahlen. Ich war das nochmal. Deswegen erinnere ich dich dran. Schatz, hast du es offen? Okay. Melly sagt es dann. Kommen wir nochmal zu Rulfan.
8 Wege? Darf ein bisschen mehr sein? Nee, eigentlich geht der Gang relativ straightforward, aber wird verdammt eng gerade. Ein oh. ASP pro Spielrunde, so. Ja. Heißt jetzt nur ein, oder wie? Ich schätze mal ja, oder? Gucken wir mal, wie lange das Licht bleibt, ne? Pro Spielrunde, Ist es eigentlich... Ja, sagen wir mal, es sind Spielrunden, weil ihr am Rennen seid, davon gehe ich jetzt aus. Dann mache ich jetzt erstmal einen weg, erstmal. Ja, ich sag dir dann, wie viele Spielrunden das ungefähr waren. Das ist eigentlich überhaupt nichts, ne? Eine Spielrunde, na wohl, eine Spielrunde sind glaube ich 5 Minuten. Ich glaube auch. Also, ja, es ist ein bisschen was. Es ist zumindest keine normale Runde, es ist kein Turn, sondern es ist eine Spielrunde. Ja, Rulfan, das geht relativ straightforward, aber es wird verdammt eng auf einmal. Solange ich noch durchkomme, ist alles gut. Bis auf eben kam dir der, so weit kam geht, ja, der Gang kam dir bis eben auch noch bekannt vor, aber dann hat er so eine komische Biegung gemacht. Das wäre fast eine Abzweigung, aber du hast keine Abzweigung gesehen in dem Sinne. Und dann wurde es verdammt eng und du kannst nur noch seitlich gehen und kommst kaum noch voran. Mach mir mal bitte eine Geschicklichkeitsprobe oder eine Akrobatikprobe. Geschick oder Akrobatik? Was willst du jetzt? Was bei dir besser ist. Kannst du gerne machen, was du möchtest. Also obwohl, wenn du Akrobatik hast, musst du hier Akrobatik nehmen, weil es ja ein Talent ist. Du darfst Akrobatik nur nicht nehmen, wenn du Geschick hast. So rum. Das wäre vielleicht hier richtiger. Bei Pathfinder wäre das ein bisschen anders, aber ja. Glaube ich zumindest. Gut, dann Akrobatik habe ich. Erschwernis, Erleichterung. Ja, machen wir eine plus 1. Das ist nicht so schwer momentan. Hast du es gewürfelt? Ich sehe es nämlich leider schon wieder nicht. Ja, hab's geschafft. Hab's geschafft. Okay. Moment. Ja, du kommst gut voran, trotzdem, dass es ziemlich knapp wird. Du hast ja keine Raumangst oder so, also alles in Ordnung. Von daher, ja, du bist gut dabei und es fühlt sich an, als würde es noch schmaler werden, aber du siehst vor dir nochmal eine etwas größere Lichtung mit ein paar mehr Abzweigungen. Also du siehst, dass es da so ein dunkles Loch ist und nicht mehr nur Wände. Die anderen werden immer noch von Valla geführt. Valla, gib mir mal bitte Sinnesschärfe sinnlos, du siehst oben nichts. Gib mir nur eine Orientierung, denn ihr steht plötzlich auch auf einer Lichtung. Also, ich wusste nicht, dass Rulfan auf einer stand, aber ihr steht auch auf einer. Mit 3 Gängen, die abgehen. Orientierung mit was? Plus 3. Pro Gang 1. So, Moment. 3, 2, 1 und... Ich sehe es, yay! Oh. Minus 26? Oh, scheiße! Dave! Entschuldigung, ich bin gleich wieder da! Meine Orientierung ist schlecht. Über Sekunde, ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz schreien. Du bist drauf und dran, umzudrehen, warum auch immer, und in die, also wieder zurückzulaufen, aber du siehst Lilina und Ion aus dem Gang kommen, oder halt hinter dir und denkst dir so, irgendwas stimmt da nicht. Ja, scheiß Würfel stimmen nicht. Man sollte sich beim Gang auswählen nicht so viel im Kreis drehen, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Orientierung. Gut, gut dass du kein Tollpatsch bist. Ja, Tollpatsch hätte jetzt gefailt, aber hardcore. Dürfen wir uns zumindest noch auf der Lichtung umschauen? Nachdem wir Valla verwirrt aufgehalten haben, wieder zuzugehen. Es ist eine relativ kleine Lichtung, da ist nichts Besonderes. Wiese halt, wie überall. Kurze, warte, eine Sache muss ich noch machen. 3 Gänge. 3 oder 4 Gänge, die abgehen, weil ihr seid jetzt einem gekommen. Eine Sache muss ich aber mal kurz machen. Ja. Also, wenn wir den nächsten Mal ihr ganz finden, bitte sag mir, dass einer einen Feuerzauber hat. Ich hab gleich gesagt, wir hätten ihn niederbrennen sollen. Hast du das echt den Charakter gesagt? Da hätte, ja, hätte Gurtag dir aber was gescheucht, sag ich dir. Ich sag's jetzt auf jeden Fall. Weißt du,
Weißt du, jetzt wäre mir gerade auch scheißegal gewesen. Jetzt wäre die mir gerade am Arsch vorbei. Kannst du nicht einfach die Wunder der Natur niederbrennen? Das gibt's ja aber nicht. Oh, doch, geht es. Du wählst dann doch noch einen. Du wählst doch noch einen der anderen Gänge. Und es wird noch schmaler. Aber noch kommt ihr durch. Ja, mach du erst. Bitte? Was wolltest du machen? Ich wollte nur fragen, ob ich Walla in irgendeiner Weise unterstützen kann, Sinn von Bereich Orientierung. Sie kann versuchen, Delina zu stützen und ihr zu helfen. Ja, mach das! Ganz ehrlich, mach das, weil ich hab keine. Ihr seid ein bisschen langsamer unterwegs. Obwohl, nee, du hast auch eine 15, ne? Also dann passt das wieder. Müssen wir uns nur merken, dass Walla jetzt den gleichen hat. Mach das, weißt du warum? Meine Orientierung ist eh viel Arsch. Also, ich hab keinen Bock mehr zu würfeln. Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, warum der Waldelf als Draußenbewohner nicht die Führung übernommen hat, aber ich ist okay. Hatte ja nicht damit gerechnet, dass das so scheiße läuft, bitte. Also. Ich dachte, eigentlich ein Halbelf wird das auch ganz, ganz gut hinbekommen. Hatte ich, ganz ehrlich, ich du weißt nicht, dass sie ein Halbelf ist. Vor allem will der Waldelf die Natur niederbrennen, Schatz. Genau so sieht's aus. Ja, genau. Du bist böse, du bist, zu mir. Du bist ein strahlendes Beispiel für dein Volk. Super. Unglaublich, ey. Absolut unglaublich. Die Naturverbundenheit, man kann sie fast schmecken. Ja, ich. Ja, in der Galle, die einem hochkommt. Schmeckt nach Rauch, ne? Ja, genau. Das ist halt so diese, was war es nochmal, diese Rachsucht in mir. Wenn der Wald ach böse so, ja, du, ist, dann. Ne? Dann brennst du ihn nieder. Jetzt wissen wir auch, warum du nicht mehr dabei deinem Volk lebst. Die haben dich verstoßen. Weil du deren Dorf mehrfach niedergebrannt hast oder so. Ich stell mir das gerade vor, wenn wir. Ich bin halt über eine Wurzel gefallen und deswegen musste der Wald dran glauben. Genau, deswegen musste der gesamte Wald sterben. Ein Brandstifter-Elf, alles klar. Hammerhart. Oh Mann. Das wäre geil der Backstory gewesen, hättest du eine. Das wäre super. Idee. Dass ich über meinen Wald. Nee. Naja, mit der Rachsucht hätte das gut zusammengepasst. Wald und Zippe niedergebrannt. Ja. Weil er, und deswegen weil haben er sie sich rausgeschmissen. Weil er ausgerutscht ist. Ja. Such dein Schicksal halt woanders, du Narr. So in etwa. Haben sich verstoßen. Das wäre. Ich hätte das als coole Backstory gesehen. Wie dem auch sei, du übernimmst die Führung mit Wallas Erlaubnis. Ja, kann er. Das war keine Frage, sondern du machst das. Ja, super, dann würfel mir mal bitte Orientierung. Ja, ich? Wahrscheinlich Jojo. Meine Wenigkeit jetzt. Oh Gott sei Dank. Hattest du jetzt plus 3 immer, oder? Ja. Du kannst nochmal die plus 3 würfeln. Walla ist schon in den Gang eingebogen, den sie gewählt hat, aber du darfst, da du die Führung übernimmst, nochmal würfeln da drauf. Auf die Gänge, die ihr genommen habt. Okay. Du weißt sogar noch, welcher Gang, hoffentlich, weil wenn du jetzt 20 würfelst, nicht, aus welchem Gang ihr gekommen seid. Ja! 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 Aber mit das ist der gleiche Wurf. Kleinstadt in der 18, eine 17. Aber das okay. War jetzt ja. Mit Ansage, ich glaub das nicht. Du bist kein Tollpatsch, oder? Nein. Lucky you, okay. Soll ja, der Tollpatsch es nochmal versuchen? Du stimmst, weil er. Kannst. Würfel du auch mal eine Orientierung, damit du auch mal was machen darfst. Du bist immer benachteiligt in letzter Zeit. Nein, nicht du, sondern Lelina, die einzige, die noch nicht gewürfelt hat. Weil Ion stimmt dir zu und sagt: Ja, wir müssen da lang, ist ein guter Weg, ist super. Ja, stimmt, wir müssen wieder umdrehen, weil er. Wir müssen zurück. Es führt zu nichts. Seid ihr euch sicher? Wollen wir nicht lieber den Gang nehmen? Ja, ich hab's geschafft. Ich sehe deinen Wurf nicht. Oh, okay, ich hab's geschafft. Okay. Ja, Lelina deutet auf einen anderen Gang und sagt, wir müssen da lang. Diskutiert das aus. Ich kann nicht mehr. Grad so. Das ist nicht normal. Oh, ne. Geht ihr mit? Also geht ihr in die Richtung? Ja, wir gehen mit. Okay. Fuck, Mann, ist mir doch... Es wird nicht dichter, ein Glück. Eure Raumangst hat ihr noch unter Kontrolle. Das ist wirklich Tempelsuche 2.0. Wirklich. Rulfan, wenn du schon dabei bist, wie wär's, wenn du nochmal würfelst?
Ja, du stehst denn vor mir. So, zwei. Warte, die nächste dreifach, die nächste 20 jetzt. Aber bei dir ist das Dach auch zu mittlerweile und der Gang ist sehr, sehr eng. Du kommst gerade noch so durch mit dem Wurf von letztem Mal, aber wer weiß, ob das jetzt so bleibt. Du versuchst dich da durchzuzwängen, aber es kommt dir fast so, als, so vor, als kämen die Wände näher, während du das machst. Soll ich nochmal Akrobatik zum Durchzwängen oder? Nee, noch nicht. Machen wir plus zwei. Also, war es Akrobatik oder Orientierung? Nee, die Orientierung plus zwei. Akrobatik brauchst du noch nicht. Das okay. Zählt noch dein anderer Wurf, der passt gerade so. Also, du kommst voran, nicht mehr ganz so gut, aber du kommst noch voran. Ja, für da, plus zwei. Mhm. Wie ist denn Wurf? Nein, wir sind nichts. Leider nicht. Ja. Auf jeden Fall nicht geschafft. Okay. Jetzt sag bitte keine 20. Nein, du bist keine ein bisschen, 20. Du bist ein bisschen erschöpft und ja, bisher hattet ihr auch noch keinen Fail, deswegen. Es war ja keine Doppel-20, die ihr gewürfelt habt. Nee, oder? Muss nur, nee, es muss eine Doppel-20 sein, ne? Ist schon richtig. Ja, Doppel-20. Ja, Doppel-20 oder eine Dreifach-20. Ja, bei dir 2019, das weiß ich. War leider nicht dein Job. Du zwängst dich durch, aber du fällst so ein bisschen, als du dich da rauszwängst und die Wände gehen zu hinter dir. Und plötzlich gibt's nur noch diesen einen Gang, weil das ist jetzt so ein Gang mit einer Ecke halt. Und du gehst einfach in die Richtung weiter, in die du am Laufen warst. Ich gehe nicht mehr, ich renne nur noch. Ich renn okay, nur du noch. Rennst. Der Gang ist ein bisschen breiter, aber er wird schon wieder schmal. Also, und Henwend oder so kannst du nicht mehr sehen. Die anderen nochmal. Ich fange jetzt an, vor mich hin zu... Verdammt nochmal, das darf doch nicht wahr sein, wenn ich jemals wieder herauskomme. Ja, genau. Dann will ich nie wieder Zombies oder irgendwas dergleichen sehen und so. Also fange an zu wettern wie sonst was. Ich warte nur darauf, dass jemand eine Doppel-1 würfelt oder eine Doppel-20. Das wird so nice. Okay, bitte, Ion, wie wenn wir schon dabei sind. Yay. Let's go. Elfenpower. Ich hab schon keinen Bock mehr hinzuschauen, muss ich ehrlich gestehen. Komm, vielleicht jetzt, ne? Vielleicht. 20. Ja, super, Mensch. Na, immerhin mal. Ion, während du weiterläufst, bemerkst du plötzlich, dass links von dir ein Gang abgeht, den du gar nicht bemerkt hast vorher beim Rennen. Und du entscheidest dich, dort reinzugehen. Okay, machen wir. Es ändert sich sonst nicht viel, aber es könnte sein, dass das eine gute Entscheidung war. Mal sehen. Bemerken Ulfan. Jetzt die anderen oder rennen die weiter? Okay, wir können Sinnesschärfe machen. Bitte mal, ihr beiden. Ob es einer von. No. Wenn Ulfan das so möchte. Ich meine, das Licht ist noch bei Valla, oder? Ich meine nur, oder? Ja, das Licht ist bei Valla, nicht bei Ion. Ja, Valla hat nicht gesagt, dass das irgendwie jetzt anders ist. Jetzt muss ich noch eine Sinnesschärfe machen? Ja, bitte. Ich hätte mir den Klammer halten sollen, Entschuldigung. Es ist relativ dunkel, ihr habt die einzige Lichtquelle. Ion ist nicht wirklich gut zu sehen. Wie? Plus 3. Sinnesschärfe plus 3, ihr beiden. Siehst du meinen Wurf? Nee, leider nicht, sorry. Eine Sekunde mal. Aber Miss Klasalis sehe ich und sie schafft es. Ich hab's auch geschafft. Sehr gut. Ihr beide sehen Ion auf einmal in der Wand verschwinden und ohne. Mal. Der? Halt die Fresse jetzt einfach bitte. Also, ne, Contenance, ja. Ihr seht die verschwinden und ihr folgt. Ihr seht Ions Gestalt verschwinden und folgt dieser Gestalt. Und können ein bisschen angenehmer laufen. Und ja. Ulfan? Ja. Bitte. Du, läufst den Gang weiter. Wie lange denn noch? Ihr habt so viele Fails, ne? Ihr müsst das ein bisschen aufholen, damit ihr überhaupt irgendwo ankommt. Mach einfach hin, mir geht gleich der Geduldsfaden los. Das ist schön. Ulfan, würfel mir nochmal eine Orientierung. Der Gang ist sehr knapp gerade wieder und du siehst wieder mehrere Wege. Ich sag dir nicht wie viele, aber mach mal. Also keine Erschwernis, oder wie? Nö, mach mal. Mach mal, okay. Scheiße, 20 Abzweigungen. Easy. 20? Ja, plus 20 Orientierung. Minimum. Mhm. Ja, wie viel Wurf?
Du merkst, dass du in der Mitte bist. Nein, ich sehe leider nichts. Also, hast du es geschafft oder hast du es nicht geschafft? Nicht geschafft. Okay. Nicht geschafft. Du nimmst wahllos einen der beiden und willst nur noch hier raus. Der beiden, der Gang, okay. Die Gänge, vielleicht waren es mehr. Du siehst zwei. Die Gänge sind immer noch genauso eng wie vorher. Immerhin scheinen die Wände nicht mehr auf dich zuzukommen. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Die andere Gruppe nochmal. Ach, bitte, Aion, mach uns glücklich. Wollen wir, wenn das Guter ganz einfach hat, weil er nie was hat und der Nibis mit seinem Geruchssinn fühlt Guter zu den anderen zurück? Ich habe eine andere Vermutung. Und die wäre wirklich bescheuert. Weißt du, was meine Vermutung ist? Durch diesen kleinen Schmiss, also durch diesen kleinen Rundflug, den Gurtag gemacht hat, ist er wahrscheinlich punktgenau auf der Stelle, wo wir hin müssen. Das wäre mega gut, ne? Das wäre kitschig. Also. Genau, wir sollten mal zu Gurtag schalten. Ihr rennt hinter Aion rum her und plötzlich biegt er rechts ab und ihr steht auf einer großen Lichtung. Mit dem Baum? Nee, auf einer ganz großen Lichtung, die doppelt so groß wie die mit dem Baum. Und von der mindestens 10 Wege abgehen, aber, ihr seid am Ziel, ihr seht eine Falltür. Ihr seht, beziehungsweise nein, ihr seht keine Falltür, ihr seht drei Statuen, drei Frauenstatuen müssten es sein. Keine Zeit verschwenden, Rullfahren, wie sieht's bei dir aus? Go, Orientierung. Du läufst nur noch blind voraus. Hoffen wir mal, dass du es schaffst. Ja, wieder nicht geschafft. Ich sehe es. Du schaffst es nicht. Okay. Du rennst wahllos in einen anderen Gang rein. Und würfel mal bitte eine Akrobatik. Das ist Tag der Wahllosfähigkeit. Warum nicht? Nö, er rennt halt nur noch. Erschwernis oder... Ja, würfel mir einfach mal. Ja, okay. Weißt du, jetzt habe ich die Vorstellung, dass er jetzt einen Pultbaum macht, durch mehrere Ecken knallt und genau bei uns landet. Mir reicht's, wenn ich doch einfach hier und da, hier einfach durch die Ecke durch, genau. Mhm. Nee, du hörst ein Grollen und duckst dich noch im richtigen Augenblick, als so eine riesige Tatze die Hecke wegreißt. Also nicht wegreißt, aber so ein riesiges, so ein Rechteck rausreißt, so ein großes. Schande. Hör mir bitte, hast du Athletik? Neben mir, vor mir, wohin? Also auf einer Seite. Du kriegst kaum was mit, also du weißt weder, du weißt nicht genau, ob es links oder rechts war, es ging nämlich durch. Aber ich bin daran vorbei, oder? Du bist dem entkommen gerade so, aber hast du Athletik? Hör mir bitte eine Athletikprobe. Flat. Bitteschön. Aber genau, ne? Nice. Ist das wirklich eine genaue? Ja, wegen der 17. Ja, okay. Du gibst Gas. Rennst wie vom Teufel verfolgt. Ich meine, das könnte auch so sein. Wer weiß. Alles, was du gesehen, oder was du jetzt noch weißt, ist das Rot, dass du rote Augen kurz vorher gesehen hast. Du rennst weiter. Gib mir doch mal bitte eine Orientierung. Flat. Und hier kommt der nächste schlechte Wurf. Jede Wette. Bitteschön. Den sehe ich wieder nicht. Damn. Die anderen habe ich jetzt alle gesehen. Aber geschafft. Geschafft, sehr gut. Vor dir sind drei Gänge. Du biegst wahllos, relativ wahllos in einen ein. Ziemlich panisch gerade vor was auch immer das war. Du hörst was hinter dir, aber es scheint leiser zu werden. Würfel mir bitte nochmal eine Orientierung. Wieder flat? Ja, mach mal. Komm schon, so langsam muss ich doch immer wo ankommen. Das schaffe ich jetzt natürlich wieder, nicht? Und da ist eine 1 bei und dann zu. Würfel mir nochmal eine Akrobatikprobe, bitte. Plus 3. Weil du musst relativ schnell reagieren gerade. Komm schon, jetzt bau keinen Scheiß hier. Ja, es ist halt einfach ein Kämpfer, einfach ein Haut drauf. Ja. Du läufst um die Ecke. Du läufst um die Ecke, bleibst an irgendwas hängen, was vor dir ist.
und überschlägst dich im Gang. Das Gute ist, du hörst kein Grollen. Ist schon mal gut. Beziehungsweise du siehst was vor dir und versuchst drüber zu hüppen oder sowas und schaffst es nicht. Ne? Bleibst hängen, fällst Gesicht voraus in den Dreck. Fluchend rappel ich mich wieder auf. Verdammt, ich hab keine Lust mehr. Du bist dich gerade am Hochstemmen, da schlägt dir was durchs Gesicht. Ich zog erstmal erschrocken zurück. Dir bellt Nevis ins Gesicht. Mensch, Nevis, erschreck mich doch nicht so. Du musst reden, du hast sie gerade überrumpelt. dann versuche ich natürlich auch, sie zu streicheln. Und schau mich um, ob Gurtag auch in der Nähe ist. Du siehst keinen Gurtag. Nevis schubst dich in die andere Richtung, aus dem Gang, aus dem du gerade kamst, aber aus dem anderen, den du nicht gewählt hast. Du weißt wohl, wo es lang geht, ne? Gut. Dann. Gut, ich folge dir. Sie rennt voraus. Und ich so schnell es geht hinterher. Ja, und zu dir kommen wir später wieder. Oh mein Gott, endlich mal sowas wie Führung hier. Ich glaub's ja nicht. Ah, es ist so schön. Glück im Unglück. Ihr anderen wollt euch auf der Lichtung umschauen derweil. Ich würde mich, um ehrlich zu sein, eher nach Henman umschauen wollen. Du siehst Henman nicht. Ja, das hatte ich befürchtet. Auch wenn über dir Nachthimmel ist, also du siehst Nachthimmel, Wolken, also es ist alles nur dunkel, du siehst keine Sterne, aber du siehst auch keinen Henman. Ja, das macht Lina sichtlich nervös. Okay. Sie macht sich natürlich auch Sorgen um die anderen, aber sie hat das Gefühl, dass die mehr zurechtkommen als Henman. Okay. Die anderen, möchten die sich umschauen? Ja, ich würde mir schon gerne die Statuen anschauen, wie es geht. Dann mach mir mal eine Sinnesschärfe. Mit was? Nicht für die Statuen, nur flat. Nicht für die Statuen, aber allgemein, okay. Entschuldigt. Gut. Geworfen, siehst du was? Nö. Leider nicht. Mhm. Wenn ihr euch umschaut, seht ihr im Zentrum des Irrgartens drei klassizistisch-bosparanische Frauenstatuen. Was das jetzt genau ist, kann ich euch leider nicht erklären. Das ist ein Stil wahrscheinlich. Und diese... Wer hat es als geschafft? Du auch, Aion? Nee, ich muss noch. Okay. Ich hab's gerade geschickt. Oh, sehr, sehr gut. Okay, passt. Bei näherer Betrachtung fällt zumindest Valla auf. Ich weiß nicht, was Aion gewürfelt hat. Ich seh's wieder nicht. Zumindest Valla fällt auf, dass die in ihre Mitte deuten. So, jetzt habe ich... Also ich habe es geschafft, wenn ihr es nicht sehen könnt. Dir fällt es also auch auf, passt. Ja, ihr seht, dass die in die Mitte deuten. Aion? Merkst du, dass diese ganzen Statuen irgendwie auf die Mitte zeigen? Ja, sie scheinen einen Punkt zu fokussieren. Das sollten wir uns mal ansehen. Behalten wir aber ein bisschen Lenina im Auge. Weil, du weißt ja, das vorhin war wahrscheinlich schon eine kleine Ankündigung. Ja, ich weiß. Passt auf elektrisch geladene Bodenplatten auf. Aion, bitte mach nicht den gleichen Move wie Wolfan. Ich werde es zu verhindern wissen. Das ist gut. Ich habe keinen Bock, dass du jetzt mir noch wegfliegst. Wie unser Zwerg. Ja. Während du den Zwerg erwähnst, hört ihr ein Stöhnen aus einem der Gänge kommen. Und eine Henwen, die auf einmal euch entgegenfliegt. Da ist ja die... Moment. Aion, hast du gerade das Stöhnen auch gehört? Ja, und Lilina, schaut mal, da ist doch Henwen. Henwen! Ich laufe zu Henwen hin. Aion, sie lässt sich von dir umarmen und blinkt in allen Farben des Regenbogens. Oh. Und noch mehr.
Arjon, halt mal kurz ein Auge offen. Ich gehe mal kurz zu diesem Stöhn. Also, weißt du genau, wo der Stöhn herkam jetzt? Ja, du weißt, dass also aus welchem Gang Henwen kam, weißt du. Ja, okay, nee, ich meine das Stöhn auch. Das kam aus der Richtung zumindest. Ja gut, ich gehe da mal hin. Schau vorsichtig hin und guck genau, was in diesem Gang noch ist. Mhm. Schlagt Alarm, wenn was sein sollte. Ruft Arjon noch hinterher. Und Arjon geht jetzt auch erstmal zu Lilina und ist sichtlich erleichtert und erfreut, dass auch Henwen wieder zurückgekommen ist. Sehr schön. Ich schick dich nie wieder einfach so weg, versprochen. Henwen leuchtet sehr warm. Sehr warmes Licht verströmt sie. Nein, sie blinkt nicht, aber sie leuchtet sehr warm und angenehm. Du gehst in den Gang, Valla. Ja. Du hast bist kaum an der, also bist kaum dort eingebogen, als dir auch schon Rulfan entgegenfällt. Nicht Rulfan, sorry, Gurtag entgegenfällt. Gurtag! Wo bin ich? Was ist hier los? Ich bin einem Licht hinterhergegangen. Oh, mein Kopf. Oh. Komm, erstmal. Ich nehme ein bisschen vorsichtig und fühle mal dort, wo jetzt Arjon und Linie auch ist, erstmal hin. Komm erstmal mit. Oh, mein Schädel fühlt sich an, als hätte ich zu viel Menschengebräu gesoffen. Oh. Naja, so bist du auch geflogen. Was? Rede nicht so ein Quatsch, Walla. Nein, ich meine, es ist ernst. Du bist wirklich geflogen. Die anderen können es auch bestätigen. Ah, oh, so fühle ich. Dann weiß ich, warum ich mich so fühle. Lass mich erstmal hinsetzen oder setze ich an einen der Statuen. Ja. Hält sich den Brummschädel. Kann ich ihn auf Verletzungen untersuchen? Kannst du tun und währenddessen wandern wir kurz zu Rulfan. Rulfan, du rennst Nivis hinterher. Ja. Und plötzlich ist sie weg. Ernsthaft? Oh. Ja. Aber als du weiter rennst, hörst du auf einmal links von dir ein Bellen und du siehst einen Gang, den du überhaupt nicht bemerkt hast beim Rennen. Weil deine Pumpe geht immer noch ziemlich, dein Herz schlägt ziemlich fest in deiner Brust von der Begegnung kurz davor und dann dem Gesicht im Dreck landen und so weiter. Okay, das kann ich nicht machen. Du folgst Nivis. Ich habe echt gedacht, dass ich Nivis schon wieder verloren habe, aber... Kurz darauf hörst du Gurtags Beschwerden über seinen Brummschädel. Du folgst den Gängen weiter. Als ich die Stimme höre, beschleunige ich meinen Schritt nochmals. Ich hole alles aus mir raus. Nivis erscheint auch sehr freudig und sehr schnell. Also schnell zu sein und sich zu beeilen. Und plötzlich biegt dir nochmal links ein und du stehst auch auf der Lichtung. Ja, und da will ich jetzt doch erstmal alle anderen auch wieder, ne? Du siehst dann, alle dort stehen. Also Gurtag sitzt an der Statue, du siehst ihn nicht, du siehst einen Arm von ihm, weil er auf der von dir abgewandten Seite steht, sitzt. Ja. Aber Alan siehst du. Dass die beiden kommen, oder? Kommt drauf an, schaust du noch Gurtag an und redest mit ihm, oder schaust du dich weiter um? Wenn du dich umschaust, siehst du sie. Ich sag mal so, hat mich jetzt wieder aufgerichtet, hatte kurz irgendwas gesagt, gucke noch mal kurz zu der Stelle, wo ich ihn abgeholt hatte. Und ja, dann weiß er nicht, was Rulfan, die beiden... Rulfan kommt aus einem Gang, der ein bisschen weiter links ist. Also so 3-4 Gänge weiter links. Ja, aber kann ich das so mit bemerken? Nichts irgendwie? Ja. Wenn ich die anderen bemerke, versuche ich direkt abzubremsen und stehe dann schweratmend da. Die Hände auf die Knie gestützt und erstmal so nach Atem ringen und dann... Oh. Gottverdammte Scheiße, endlich habe ich euch gefunden. Rulfan! Und Nivis macht auch Laute von sich. Arjon, guck mal kurz zu Gurtag. Ich gehe dann jetzt zu den beiden, streiche erstmal kurz über Nivis und dann gehe ich zu Rulfan. Rulfan, wo warst du und was ist mit dir passiert? Ja. Wo ich war, kann ich dir selbst nicht sagen. Ich
hab mich total verlaufen, bin irgendwann auf Nibis getroffen, die mich hierher geführt hat. Schön, dass es dir wenigstens gut geht. Aber ich habe auch unseren Verfolger kurz gesehen. Ich kann es nicht genau sagen. Ein riesiger Bär, ich habe nur eine Prange gesehen, die ein Stück Hecke weggeritten hat. Ein paar rote Augen. Auf jeden Fall nichts Gutes. Ein Bär? Okay. Irgendwas Großes auf jeden Fall. Ich konnte es abhängen. Im Hintergrund hört ihr ein lautes Brüllen. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört, wollte ich gerade sagen. Das kannst du dir jetzt sparen. Ironie. Wir machen es mal so. Gerade wo er das sagen möchte, hört man das Brüllen am besten. So. Ihr, ja. Nachdem er es ausgesprochen hat. Ja. Achso, ich habe schon lange nicht mehr gehört. Egal, was wurde danach. Ich beende den Satz trotzdem. Von wegen, ja. Ja, mach mal den Satz zu Ende mal kurz. Von wegen, da kommt das Brüllen und dann. Ich hab schon lange nicht mehr gehört, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, unser Freund ist nicht gerade weit von uns entfernt. Aber egal, komm lieber. Gut. Wir haben was gefunden, wahrscheinlich. Gut, dann zeigt mal her. Ich gehe dann zu dem Punkt, wo die Statuen hinzeigen. Die drei Statuen zeigen genau hier auf die Mitte. Ich glaube, hier ist ein Durchgang. Sieht man an der Stelle was? Ja, bessere Frage. Sieht man was überhaupt? Momentan seht ihr nur Gras. Was? Momentan seht ihr nur Gras. Ihr könnt die Stelle untersuchen, wenn ihr wollt. Dann gebt mir mal bitte kurz eine Sinnesschärfeprobe. Mach ich auch. Gehe in die Knie und steige erstmal durchs Gras, ob ich irgendwas spüre oder. Oh. Okay. Gurta kommt auch langsam wieder zu sich, während ihr da sucht. Und, Lelina findet keine direkten Verletzungen, vielleicht eine kleine Gehirnerschütterung, aber das war's auch. Ich versuche ihn zu untersuchen, werde aber von Henwens Licht dauernd geblendet wahrscheinlich. Ja. Und sie drängt sich auch dauernd zu dir, weil du darfst sie nicht mehr aus den Augen lassen. Oh. Ja, aber Gurta geht soweit eigentlich ganz gut, er hat sie nichts gebrochen und nichts, also er ist nur ein bisschen duselig gerade. Und habt ihr gewürfelt? Wenn ja, sag mir bitte, was ihr habt, weil ich sehe es nicht. Was denn müssen wir würfeln eigentlich? Sinnesschärfe. 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 Ich hab jetzt gewürfelt und seht ihr es? Ich seh's, ja, wunderbar. Wolfan? Hab auch. Ui. Ja, wunderbar. Gleichzeitig, ihr fahrt mit den Händen so durchs Gras und plötzlich treffen sich eure Hände und gleichzeitig habt ihr einen Ring in der Hand. Einen schweren Eisenring. Bingo! Volltreffer. Na, jetzt würde ich gerne noch romantische Musik spielen. So. Wirklich? Ja. da. Sorry. Dann fang ich ernst. Ihr habt anscheinend eine Falltür gefunden. Ihr müsst sie nur irgendwie noch frei bekommen und aufbekommen. Dann, ja. Und dann ein Heiratsantrag. Das wäre so gut. Verlass mich nie wieder, Walla. Gerne, Rolfan. Ich bleibe immer an deiner Seite. Sorry. Wovon träumst du nach? Der Ring, der vorher platziert wurde, ne? Ja, ist kein Ehering, hallo? Das ist der Ehering. The shackles who bind them. Nein! Ja, the shackles which bind them, ja. Ja, go! Ja. Ihr versucht die Truhe, die Falltür frei zu machen, schätze ich? Ja. Oder? Das Grollen wird lauter. Und ja, dann. Wir versuchen es halt so gut es geht freizulegen und dann auf. Okay. Ja, die Falltür geht auf. Ist ein bisschen schwierig, aber Rolfan ist stark genug. Zusammen mit Walla sowieso. Und sie bewegt sich. Aber darunter ist kein Gang. Sondern darunter ist eine komische Hebelvorrichtung. So, kennt ihr das von einem Kai, so diese mehreren Hebel mit einem Seil drum gewickelt, so in etwa. Also oben, ne, so zum Drehen. Mhm, ja. Das seht ihr. Mhm. Na, ganz toll. In so einem kleinen Kastenraum, also es ist so
Also es ist gerade groß genug, damit dieses Ding da reinpasst und die Falltür drüber, so in etwa. Toll, und was nun? Ich weiß auch nicht. Ich bin da überfragt. Ihr könntet es drehen. Rulfan, dir kommt die großartige Idee, du könntest es drehen. Oh, dann probier ich das einfach mal. Okay, du drehst da dran. Und plötzlich rumpelt die Erde. Keine Ahnung, was passiert. Ziemlich neu für euch, sowas habt ihr noch nicht erlebt. Und direkt hinter Wallas Hintern sackt die Erde ab. Also mit einem Schlag. Was müsstest du? Ich müsste jetzt eigentlich nicht reinfallen oder sowas. Du kannst mir gerne mal eine Akrobatikprobe machen, wenn das nicht geht, eine Gewandtheit. Wenn du keine Akrobatik hast. Ja mal fahren, ne? Ich hab glaube ich nicht Akrobatik, glaube ich. Dann eine Gewandtheit. Ja, Athletik. Nee, bringt dir nichts. Es rumpelt sehr, also es geht nicht um ausdauernd rennen, es geht um sich abfangen von einem Fall. Also Gewandtheit rumpelt, plus noch was? Oder? Ja, mach mal eine plus 2. Dürfte reichen. Ich sehe schon, komm, gleich kommt die 20. Eigentlich bist du Fick mich. Ja, du versuchst dich festzuhalten, aber das Rumpeln überrascht dich. Du lässt den Ring los und rollst rückwärts eine Rampe runter. Kann ich versuchen, ich bin direkt neben Walla, kann ich versuchen, sie zu greifen, wenn ich das merke? Du warst am Drehen. Du hast keine Hand frei, dafür brauchst du beide Hände, weil sie dir auch nicht geholfen hat. Und die anderen drei sind gerade auch nicht die hilfreichsten, wette ich mit dir. Die stehen halt weiter von euch entfernt und schauen gerade zu euch hin, während du die Rampe runterkugelst. Du tust dir aber nichts, du rollst halt nur die Rampe runter und schlägst an der Tür auf. Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Alles in Ordnung? Sagen wir einfach mal, ja, noch. Au, jetzt weiß ich, wie sich unser Zwerg fühlt. Ihr hört ein lautes Brüllen und das scheint näher zu sein als vorher. Okay, Leute, wenn ihr nicht gerne eine Bekanntschaft mit dem pelzigen Freund hinter uns machen möchtet, kommt lieber her. Ich helfe Guttag auf und ja, wird dann den anderen voll. Die Hochschwangere hilft dem Zwerg naja. Mit Gehirnerschütterung. Er ist immer noch kleiner als sie, von daher ja, das stimmt schon. Leider. Mhm. Er lässt sich von dir aufhelfen, also okay, lass uns weitergehen, schnell. Ja, wir finden uns auch schon auf dem Weg. Okay. Ja, natürlich auch. Ich hoffe einfach nur, dass mir das, was ich da gedreht habe, mich nicht halten. Ja, du musst es nicht halten, das ist schon okay, es bleibt so, wie es ist jetzt. Na dann. Ihr geht durch die Tür. Schließt ihr die Tür? Ja. Natürlich. Bevor ihr die Tür schließen könnt, seht ihr auf die, also ein Wesen mit zwei roten Augen auf die Lichtung treten. Und hinter euch herbrüllen, dass die Erde bebt. Aber ihr könnt die Tür schließen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch dem entgegenstellen, was da kommt. Nee, dann müsst ihr jetzt Combat-Musik anmachen und das. Nee, kein Bedarf. Kein Bedarf für eine Tür schließen. Holper, macht die Tür zu. Ihr schließt die Tür und es macht Klick. Und ihr hört, wie diese Rampe wohl wieder hochgeht. Nein. Hoffentlich kann dieses Vieh das Ding nicht bedienen. Ihr seid jetzt gefangen. Scheinbar gibt es erstmal kein Zurück mehr. Aber wenn ihr euch umdreht, dann seht ihr dort zwei Brunnen. Und die kommen euch komischerweise bekannt vor. Der eine ist so regenbogenfarben und der andere ist ätherisch. Aussehend und bläulich, glaube ich, war es. Kannst du mir ganz zusammenbringen. Aber ihr kennt diese zwei Brunnen. Und zumindest die Leute, die davon vorher schon mal genascht haben, wissen, was passiert. Leute? Und
Ja. Ich glaube, wir haben etwas Wertvolles gefunden. Oh, ein Glück, ich renne zum ätherischen Brunnen. Oh, warte, hey. Der Tier wollte noch was sagen. Ja? Ja, was wolltest du sagen? Ach so, ich wollte sagen, ihr dürft so viel trinken gerade, wie ihr wollt. Aber ihr hört das Brüllen hinter euch und ihr hört ein Schaben, als ob etwas versucht, sich zu euch hinzugraben. Auf der anderen Seite des Raumes seht ihr eine Spalt geöffnete Tür. Dahinter ein bisschen Fackelschein, so also ne, dieses typische Flackern von offenem Feuer. Oder etwas Ähnliches. Und ihr habt vielleicht nicht so viel Zeit. Okay, schnappt euch was von dem Brunnenzeug, trinkt es, oder was auch immer, aber wir müssen, glaube ich, hier weg schnell. Oh ja, bitte. Oh, das brauche ich. Trinkt schon jemand von diesem Brunnen? Wenn, weil er mich noch weiter festhält, dann nicht, nein. Also Melina ist direkt hingerannt. Und, ja, aber ich würde ich lasse jetzt, ich lasse los und gehe da auch jetzt in den Brunnen hin. Rulfan war ja beim Laptop schon sehr misstrauisch gegen die. Stimmt. Melina hat kurz gestützt. Im Hintergrund. Ich kann da nicht festhalten. Auch was. Ich, bei aller Liebe, ich will mich nicht hier unter Drogen setzen. Ihr wart beim letzten Mal so komisch drauf. Das liegt nur daran, weil das uns... Gurtag hängt schon im Brunnen. Wir hatten wieder voll Magie und so alles oder was auch immer. Es hat uns gut getan. Na, das ist Meta, bitte, ja? Ja, sorry. Ja. Das war jetzt aus Versehen gerade. Ich weiß nicht, was das war, aber es hat uns geholfen. Und Rulfan, jetzt gerade brauchen wir jedes kleines bisschen, egal was. Ich kann euch einfach nicht helfen, wenn... Also, ich habe mich vorhin besser gefühlt mit dem... Und mein Gott, das klingt so süchtig. Aber egal. Ich hatte auch pure Energie wieder, als ich das gesurft hatte. Also, nimm dir etwas oder lass dich einfach von den anderen Zeug leiden lassen, bis du ramponiert bist. Gurtag hängt schon in dem Regenbogenbrunnen und fühlt sich super und springt dann in den nächsten. So, ich mach das Brunnen gleich. Sind übrigens größer als vorher. Das sind immer so kleine Trinkbrunnen, das sind große... Brunnen mit Fontäne und so, ne? Also, okay. Sieht so aus wie die Mutter aller Brunnen. Ein Gurtag springt in den Astralen sogar hinein. Ach, er war ja, mein Gott, war voll. Ich hab, wir haben eh nichts mehr. Pfeift doch drauf. So ein bisschen halb gut, halb wütend geht Röfern zum ersten Brunnen hin und nimmt sich auch. Es trinkt auch wie blöd und fühlt sich super. Gurtag springt raus wie ein junger Gott und lacht und alles ist super. Vergisst fast, was da noch kommt. Die anderen? Ich trinke ja, auch von auch. Beiden. Ich trinke auch. Ein bisschen sittlicher halt als der liebe Zwerg. Ja, der Zwerg ist das scheißegal. Ulfan trinkt auch. Mehr Gefühl aus Gruppenzwang, als dass er es wirklich will, aber er tut. Aber Rulfan, all deine Wunden schließen sich, als wären sie nie da gewesen. Du spürst sogar, wie deine Haare wieder anfangen nachzuwachsen. What? Also, es ist ein ganz komisches Gefühl, es ist so ein komisches Kribbeln und plötzlich hast du Stoppeln oben an der vorherigen Glatze. Ganz komisch. Ja, dann ich fahr mal so über die vermeintliche Glatze, merk die Stoppeln und. Schau mal dann auf die Hand und denke, das gibt's doch gar nicht. Ob auch ein Finger nachwachsen kann? Wird er gleich im Brunnen leer saufen. Nein, Finger wächst nicht nach. Und eine Euphorie überkommt auch dich. Also auch du bist gerade sehr happy und sehr, alles ist toll und nichts kann dich aufhalten. Und Wenn die Brunnen hier größer sind, müsste dein Effekt eigentlich auch stärker sein? Oder? Das Wasser ist ja noch das gleiche. Wäre eher mit der Menge des Wassers, die du aufnimmst, und Gurtag war gerade drin baden, also. Okay. Ja, stimmt auch, ja. Allerdings, wie vorher, haben alle einen Buff von +1 auf alles. Für die nächste. Ja, okay, die Menge war ein bisschen größer, sagen wir für die nächsten 2 Stunden. Und hatten wir noch irgendwas? Warte, ich guck gerade mal nach, die Zuschauer sehen das gleich. Ich glaube, AE sowie... Ich glaube, AE und LE-Buff, ne? Ja, und die waren, glaube ich, komplett wieder aufgefüllt worden, oder?
Ja, das sowieso. Alles ist wieder aufgefüllt. Wenn ihr von beidem trinkt und beides braucht. Ja. Warum nehme ich immer das falsch? Muss doch Tiefparterre gewesen sein. War das ein anderer? Oh, Hochparterre, okay. Wolfgang trinkt auch von beiden. Der weiß ja nicht, was genau das was bringt. Also, ja. Ja, der zweite hat jetzt nicht so den Effekt, aber du fühlst dich zumindest mental ein bisschen erfrischt. Aber es ist jetzt nicht, dass du magische Energie gewinnst oder so, weil du hast keine. Genau, jeder bekommt 10% Lebenspunkte und da eh als Bonus obendrauf. Das heißt, ihr dürft ein bisschen mehr als euer Max aktuell haben. Bei mir sind es 28 und das ist das heißt 2,8, machen wir 3 draus, also 3 mehr. Das heißt, ich bin jetzt bei 31 mehr. Lebenspunkten und 33 Mana-Punkten. Also jetzt bei jedem 3 mehr oder wie? Nein, 10% mehr. Also ich habe 26, wie viel hast du? Das jetzt. Das heißt 2,6, ja gut, sind auch 3. Und bei deiner Mana, bei deiner Lebensenergie, AE? Bei deiner 18. AE. Nee, Moment, Astralenergie sind oder 2. Ja, Astralenergie sind plus 2 dann bei dir. Nee, Moment, Astralenergie habe ich 29 dann. Ach so, Astralenergie ist 29, ja, dann sind es auch plus 3 bei dir, bei beidem, ja. Das heißt dann 2,6 aufrunden. Ich meine, theoretisch können wir auch ökonomisch runden, das heißt immer aufrunden praktisch. Weil du kannst cool. Kein 0,1er E haben, aber... Nee, wir runden ab, wenn es 0,4 oder weniger ist. Alles bei 0,5 aufgerundet. Gut, ihr habt euren Buff, merkt den euch. Dass... Ihr hört ein Kratzen an der Tür und ein Hämmern, als ob sie etwas Schweres dagegen wirft. Ihr könnt leider eure Euphorie nicht lange genießen, ihr müsst weiter. Ja, okay, weiter im Text, wir gehen weiter. Sag bitte, dass wir jetzt im nächsten Dungeon angekommen sind. Das Ding ist schnell. Mutter, könnt ihr nicht eventuell eine Wand davor noch errichten? Die Tür splittert. So schnell ist das Viech? Keine Zeit, wir müssen weiter. Los, wir müssen weiter. Das Tschüss. Ist verdammt stark. Irgendwas, was man noch verbarrieren nehmen kann. Wir diskutieren weiter. Ihr habt nur die Tür vor euch, mehr ist da nicht. Ja, der Raum ist sonst leer. Ja, gut, dann weiter. Ihr rennt durch die Tür und findet euch in einem Gang wieder, der relativ lang ist, recht dunkel, obwohl er mit ein paar Fackeln ausgeleuchtet ist. Oder nicht wirklich Fackeln, es sind mehr so Öllampen, die in die Wand eingelassen sind und die von irgendwo gespeist werden, was ihr nicht sehen könnt. Herzlich willkommen. Ihr seid im letzten Dungeon. Hinter euch bricht die Tür. Was macht ihr? Rennen oder in die eine Tür? Ich weiß es nicht. Kann man die eine Tür noch schließen? Ihr könnt die schließen, klar. Die ist nur angelehnt gewesen. Ihr habt sie geöffnet und seid durch. Ja, dann schließen wir die noch und dann rennen wir, glaube ich, oder? Waller schließt die Tür. Es macht ein lautes, vernehmliches Klick. Und hier beenden wir an dieser Stelle. Oh. Oh, sicher, sicher für den Moment. Ja, man hat gesehen, wie lange die letzte gehalten hat, ne? Das Ding muss sich vorher noch die Erde buddeln. Diese Tür ist ein bisschen massiver als die andere und nicht so angegriffen von den Elementen, weil die andere war ja praktisch mit der Erde direkt in Kontakt und so. Dieses Klicken allerdings, ihr hört darauf ein komisches Rumpeln. Aber mehr erfahrt ihr nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht treibt der Boden auf. Ja, dann würde ich mal sagen, bye-bye, tschüss. Ciao. Soll ich euch... Nein, noch ist tschüss. Nicht tschüss, wartet mal. Soll ich euch noch das Dungeon da zeigen, wo ihr steht? Nein. Sehen wir beim nächsten Mal. Ich will mal überrascht werden diesmal. Ja, ist auch okay. Das wird eine schöne Überraschung beim nächsten Mal dann. Na dann, die Leute wollen es später sehen, dann sehen sie es halt später, ihr halt auch. Obwohl, ihr seht es ja jetzt schon, den Gang, als Zuschauer. Aber ja, nächstes Mal geht es dann weiter bei Let's Roleplay. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das letzte Dungeon erwartet uns und hier wird das Abenteuer zu einem Grande Finale kommen. Hoffentlich wird es wirklich so grande und nicht ein bisschen kacke. Schauen wir mal. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.